Hey ja, und willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Wir gehen jetzt immer mehr Richtung Phase, dass wir hier Byzanz stürzen. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange. Es hängt natürlich jetzt mit den aktuell laufenden Fraktionen zusammen, denn alleine traue ich mich noch nicht so wirklich, diesen Krieg hier umzusetzen, auch wenn es möglich wäre. Aber wenn dann er hier erbt den Krieg, weiß ich nicht, wie stark er dann auch ist. Da wollen wir den Krieg einfach beginnen. Vielleicht wird es auch einfach Zeit. Wird mir nicht mehr lang fackeln. Wer weiß, wir werden ja auch nicht jünger und wir haben noch ein großes Ziel vor uns. Wir sind jetzt inzwischen 35 Jahre jung. Wir warten 5 Jahre jetzt schon auf diesen Krieg hier. Wenn die aber alle treu ergeben sind, dann könnte er auf gut 15.000 Mann kommen, ne? Wie läuft denn hier der Krieg? Minus 18% in Haushoch verlieren, ne? So ist es eben. Hallokien. Wie machen wir es denn? Ich bin noch unentschlossen. Hätte ich mir auch vor Beginn der Folge ausdenken können, aber... Ja, das ist nicht einfach. Kann ich zum Beitritt gezwungen werden? Weil die alle schon der anderen Fraktion sind, ne? Schon blöd. Schon blöd. Schon sehr blöd. Brauchen wir es uns oder nicht? Fraktionen können wir schon stärker, 174%. Ja, aber auch nur aktuell, ne? Das ist jetzt wirklich nur im Momentum, das mal sozusagen. Können wir Bündnisse bilden? Gibt es attraktive Bündnispartner? Können wir mal reinschauen? Mit unserer ältesten Tochter, 4 Jahre jung, Bündnissen macht. Vielleicht gibt es hier interessante Partien. Wir hätten hier Alba, ist leider viel zu weit weg. Gibt wenig Sinn. Palava. Nee, mit ihm selbst wäre natürlich auch Quatsch. Seenkönigreich. Wo bist du denn auch da unten? Ja, Quatsch. Wir könnten uns mit Polaben halt nach wie vor verbünden. Wäre eine Möglichkeit. Wir haben, glaube ich, gerade auch ein bisschen Land verloren, oder? Nee, aber die haben Waffenstillstand. Das werden wir eingehen. Mit diesem Bündnis, auch wenn die relativ spät dazukommen, wäre es doch durchaus ein starkes Bündnis. Wir haben viel Manpower. Wir könnten schauen, ob wir unseren Sohn und Erben von Armenien hier gut verheiraten könnten. Gehen auch mal hier rein. Guyar, Königreich von Lyon. Das ist auch Quatsch, viel zu weit weg. Hier ist wieder Alba mit drin. Nee. Elarei. Thessaloniki. Aber den kriegt man dann nicht mit rein, glaube ich. Herzogtum Tambava ist auch wieder zu weit weg. Ratsch ist immer zu weit weg. Also Memo an mich selbst, nächstes Mal stelle ich alles, was Reichweiten hat, auch wieder aus. Das ergibt wenig Sinn. Epirus wäre auch eine tolle Geschichte, ne? Ihr seid ja schon hier im Krieg. Hier nochmal schauen mit griechisch Thessaloniki. Der könnte sich theoretisch noch anschließen. Probieren wir mal. Komm. Ausgezeichnet. So. Rico wechselt zur Aufgabe komplett stören, ja. Geht also auch nichts weiter. Ist ja schwierig. Unabhängigkeitsartefaktanspruch. Geld könnten wir anfordern. Wie sieht's denn mit Geld aus? Er hier hat jetzt aktuell minus 200. Er hat 65. Er wird dann die Schulden, glaube ich, nicht erben. Aber auch erstmal seine Truppen aufbauen müssen. Mission. Forderungen setzen. Oh, hat sich da gerade jemand angeschlossen? Nee, aber 237% ist hier gerade eine Schlacht verloren gegangen. Oh Gott, der hat keine Truppen mehr. Ja, wir warten ab. Der Krieg ist so gut wie vorbei. Was? Warum? Wie? Es gibt keinen ruhigen Moment. Mein Sohn und Erbe Gregor steckt so voller Fragen. Ich versuche nach Kräften, seine Neugier zu ermutigen, doch der ständige Strom von Gedanken und Fragen treibt mich an den Rand der Erschöpfung. Wenn ein Vater und eine Mutter einander sehr lieben, dann... Mein Kind wird neugierig. Nun gut. Wir werden eingeladen durch unseren Mitvasallen. Aha. Rüben. Ja, warum mal nicht, ne? Kann man ja mal machen. Der Krieg müsste jetzt, glaube ich, gleich vorbei sein. Der hat keine Truppen mehr. Einfach wegbelagert. Kuriositäten aus fernen Landen. Als ich den örtlichen Markt besuche, fällt mir eine Händlerin aus einem fernen Lande ins Auge. Kommt näher, kommt näher.
bewundert Schätze, die noch nie zuvor jemand in diesen Landen erblickt hat. Ich bin einfach an den Wachen vorbeigegangen, die für diese Schönheiten verantwortlich sind. Meine Menschenkenntnis ist unglaublich. Diese Händlerin konnte mir mehr zu bieten haben als nur ein Wunder aus der Ferne. Ihr könnt lernen, Menschen besser zu lesen, oder? Ihr wird mir erzählen, was sie weiß. Hm? Ja, oder? Das so sollte sowohl für die Ware als für ihr Wissen ausreichen. Zu probieren und haben 3 Jahre lang wir lernen Menschen zu lesen. Passt auch wieder gut zu unserem thematischen Einblick hier. -61%, das wird jetzt sehr schnell vorbeigehen. Er hat die Manpower nicht mehr dafür. Das heißt, er wird hier das Ableben bekommen. Geheimnisse aufspüren, ja. Könnte man hier nochmal schauen, ob wir hier noch was finden. Natürlich werden wir da sein. Wir könnten hier bei starken anderen Heiligen im Reich mal gucken, ob wir noch Geheimnisse finden. Druckmittel fingieren, vielleicht ein starkes Druckmittel. Dann können wir sie auf jeden Fall reinholen, diese Fraktion, sobald das durch ist. Wir sehen es ja auch gerade in der militärischen Stärke wieder. Ist wieder ganz viel verändert. Ja, schauen mal, wer hier noch dabei wäre. Unser Nachbar hier, ne? Georgisch. Der wäre theoretisch mit dabei. Ja. Wir werden doch mal da Druckmittel versuchen zu bekommen. Wir werden das mal so machen. Auch hier den Druckmittel fingieren. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Komplott aufgeflogen. Nach 3 Tagen. Ja, da, das ist doof gelaufen. Wir sind vom Spieletreffen zurück und schauen mal, wie es hier läuft. 74%, ja. Wir könnten einen Kriegerorden gründen. Und das ist natürlich ein Ding, da hätte ich gar nicht dran geglaubt, dass wir das hinbekommen. Aber ja, wir haben 1000 Frömmigkeit. Das ist sehr, sehr strong. Was brauchen wir denn für Armenien? Das möchte ich ja auch noch. 200 nur, das kriegt man hin. Ein Kriegerorden, das würde ja uns ja auch enorm helfen. Die werden wir natürlich auch in unserer Hauptstadt bauen, wenn es denn geht. Haben wir denn hier eine Stadt? Haben wir. Dann wird die von Bagaran erbaut. Der Kriegerorden in... Schön. Gründen wir. Wir bekommen auch euren Perk, Glaubensgeschwister bekommen Meinungsboni und Frömmigkeit ohne Ende. Tun wir. Und haben jetzt hier einen Großmeister, einen sehr starken, den wir dann auch anheuern könnten, wenn der Krieg beginnt. 1100 Mann, der uns hier wieder unterstützt. Das ist natürlich eine enorme Möglichkeit. Betros möchte uns huldigen, das darf er gerne tun. Ha? Alles in Ordnung, also auch keine große interessante Sache. Versuchter Mord. Bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratsspitze ist Prinz Grigor auf ein Geheimnis gestoßen, das Bürgermeister Nsomeli von Seti hat. Da oben irgendjemanden so bedingt. Wir könnten hier einen inspirierten Charakter fördern. Eine Buchinspiration. Hm? Was kostet das denn? 50. Werden wir mal ausnahmsweise finanzieren? Denn Bücher sind gut, ne? Und da kann man gute Boni draus ziehen. Schauen, was wir hier tun können. Ja, unser Ratskanzler ist nun auch ab dannen kommen. Was haben wir denn hier an Stärken? Da ist keiner, der uns hasst. Den können wir tatsächlich mal nach Möglichkeiten gucken. Unser Mentor, das passt sogar sehr gut. Und wir brauchen einen starken, mächtigen Ratsmarschall. Da gibt es nicht viele, ne? Graf Shashansh von Lori. Ja. Hier ist irgendein Ritter. Wir werden den Grafen nehmen. Er soll hier unsere... Zauber nochmal ausbilden. Ne, er wird hier die Truppen organisieren, denn diese brauchen wir nun zeitnah und das Geld wird dann auch eine Rolle spielen. Eine neue Flamme. Okay. Über die Jahre hinweg habe ich zahlreiche großartige Porträts verschiedener Edelfrauen aus diesen und anderen Landen erhalten. Bisher sammelten die meisten jedoch nur Staub auf dem Dachboden. Vielleicht sollte ich sie herunterholen und mir meine nächste romantische Errungenschaft auswählen. Ist er denn eine lüsterne Person? Er ist ein religiöser Eiferer. Hat auch gerade andere Dinge vor, also... Nee. Nee, wird er nicht machen. Wir kommen dadurch auch wählerisch bei der Partnersuche. Haben wir eine Partnerin, so ist ja nicht. So, ihr gläubiger Diener der höchsten Macht. Guck mal. Je mehr unser Orden mit Namen Ritter des Kelches wächst, desto mehr Landen brauchen wir, von dem aus wir unsere Verteidigung des apostolischen Glaubens in Angriff nehmen können. Stadt von Bada wäre unsere Zwecke bestens geeignet. Das wird er auf jeden Fall bekommen. Sehr schön. Wir bekommen dadurch einiges an Gold, was wir auch brauchen werden.
Und dann werden wir mal schauen, was da passiert. Wir bekommen auch eine Inspiration direkt. Die verwalterischen Themen. Mein Ritter Abdulhamid kommt auf mich zu, die Arme voller Schriftrollen und Manuskripte. Musik eskaliert. Mein Fürst, es gibt so viele Bereiche in der Verwaltung, die Aufmerksamkeit verdienen. Gesetze, Handel, Geld. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Könnten Ihnen sagen, er soll sich auf die Verwaltung konzentrieren? Er könnte sagen, auf Gebäude und Besteuerung oder ein Thema, das ihm im Sinne schwebt. Er ist unser Mentor. Natürlich darf er das nehmen, worauf er denkt, dass es am meisten bringen würde. Also Krieg 74%. Naja. Und der neue Herrscher wird uns hassen, denn wir haben ihn versucht umzubringen. Das weiß er. Bis 100. Ja. So, wir könnten hier ein Druckmittel bekommen, ein starkes Druckmittel gegen unseren Vasallen Onkel wieder. Das brauchen wir aber nicht gegen. Hilft uns dabei gegen Katwehr, den Höfling. Nein, brauchen wir auch mal wirklich gefährliche Fraktion. Mhm. Beteiligung aufgedeckt. Eure Schwester ist verstorben. Maria im Alter von 59 Jahren. Nun gut. Ja. Oh, 5 Mitglieder. Hier ist jemand dazugekommen. Schön. Auch noch nicht der Rede wert. Wenn hier noch einen Moment warten müssen. Kriegtrupp weiterhin. Hat hier einen Verbündeten. Auch der verliert Truppen. En masse. Es wird nicht mehr lange dauern. Wobei ich mir einen weißen Frieden am ehesten wünschen würde. Denn dieses Kind ist leichter zu bekämpfen als der große Gegner. Ein denkwürdiger Name. Wir müssen überlegen, wem wir unser Artefakt widmen. Uns selbst, unsere Frau oder vielleicht irgendwelchen wichtigen Vasallen unserer verstorbenen Schwester vielleicht. Andenken, nur der Herr lenkt mich und das passt so gut, denn er ist auch religiöser Eifer, hat gerade den Ritterorden gegründet, der jetzt ja auch dadurch schon deutlich stärker jetzt schon geworden ist. Und zwar sehen wir das hier, 1124 Mann, okay, haben sie noch nicht ausgebaut, aber das wird kommen. Auch hier, Aufgebote erhöhen sich, die Ordensritter werden dann noch mehr. Je nachdem, wie viel Besitztum sie haben. Und mit 2 Städten sind sie echt nicht schlecht dabei. Wir könnten hier überlegen, ob man noch jemanden beeinflussen. Ja. Warten wir, dass dieser blöde Krieg endlich vorbeigeht hier. Freiheit und Freundlichkeit. Prinz Kashyyyk ist in letzter Zeit ungewöhnlich freundlich zu ihm. Wenn sie mit dem Ton auch seinen Charakter geändert hat, könnte mein bekannter Basilarius vielleicht aus der Gefangenschaft entlassen werden. Ratsmarschall bittet uns danach, warum nicht? Dann tun wir ihnen das. Er ist der Ratsmarschall vom Kaiser, na gut. So freundlich er auch vorgibt zu sein, weigert Prinz Kashyyyk sich weiterhin Basileus freizulassen. Ja. Okay, schade, hat er noch verschlimmert. Ärgerlich. Starker Glaube, ja, er ist orthodox. Hier wieder was finanzieren. Nee, aber ein Tuch werden wir gerade nicht finanzieren. Der brauchen wir es. Er hat jetzt begrenzte Lehnsautorität erlassen. Jetzt wird immer schlimmer. Wir bekommen jetzt wieder eine Schwangerschaft ist hier im Gange und bekommen Aufständige. Die werden jetzt einmal niedergeknüppelt. Lassen hier erstmal weit langsamer laufen. Niemals. Es ist das Los eines Bauern, seinen Herren zu dienen. Mit die Truppen. Wir werden hier unsere Truppen ausheben. Es reicht, wenn wir unser Kriegsvolk nehmen. Das reicht völlig aus. Und werden hier einmal nach Tabriz marschieren. Weiter laufen lassen. Unsere Inspiration wurde verwirklicht, wie man Gold verdient. Gibt uns ein bisschen Prestige und Lebenswandel, Verwaltungspunkte dazu, Erfahrungspunkte dazu. Bringt uns nicht ganz so viel. Aber ja, ich bin beeindruckt. Das glaube ich auch direkt auswählen. Hier ist eine Brosche, die könnte man noch auswählen. Ne, das Buch ist hier nicht mit dabei. Das ist also doch eher ein Artefakt, das ausgestellt werden kann. Das werden wir hier hinten in die Ecke stellen. Wie man Gold verdient, in Klammern armenisch. Gut. Auch der Hof wird immer größer und schöner und prachtvoller. Das werden wir im Hinterkopf behalten. Der Gegner ist zerschlagen, wir nehmen ihn gefangen und vielleicht nutzen wir ihn sogar als sehr guten Anführer für unsere Zwecke, wenn er denn konvertiert und ja, wir ein Druckmittel bekommen. Nee. Ehrung rekrutieren, wir hassen ihn auch, nee.
Wisst ihr was? Wir werden hier den Henker mal beschäftigen. Nee, das geht nicht. Nee, wir werden ihn doch nicht freilassen. Wir werden ihn tatsächlich einfach mal foltern. Verlieren er durch Anspannung. Ja, komm, unlängst gefoltert. Ab dafür. Ab mit seinem Kopf. Warum immer alles kompliziert machen? Mit der guten alten Streckbank kann doch nichts mithalten. Das Geräusch von brechenden Knochen und reißenden Sehnen ist einfach unvergesslich. Doch nicht so unvergesslich wie der Schmerz, den Akrod bald erleben wird. Das musste getan werden. Er wird wahnsinnig. So, ja, auch da haben wir nichts gefunden. Sehr ärgerlich. Ich werde mir hier nochmal Komplotte aufspüren gehen. Unseren Nachbarn. Und den würden wir gerne auch noch irgendwie reinbekommen. Und wir könnten Freunde werden mit dem Ratskanzler von Basileus, unserem Nachbar. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ich hätte nie erwartet, dass ich Prinz Kashyyyk so nahe komme wie in den letzten Jahren. Mehrmals hat er sich als zuverlässig und ehrlich erwiesen. Er will nur mein Bestes. Freunde. Schall und Rauch. Mit dem Kind in dem Arm wischt Prinzessin Gerdar sich die Tränen aus dem Gesicht und sie spricht mich an, ohne den Blick von unserer Tochter zu nehmen. Mein Schatz, könnten wir sie Nonna nennen, so wie meine geliebte Mutter hieß? Ja, warum nicht? Wir sind ja demütig und auch sie ist es. Und warum nicht? Eine prächtige Idee. Sie wird Nonna heißen. Dem Lehnsherr wurde Krieg erklärt. Eine Länderei, die uns gehört. Ey, seid da bescheuert, seid ihr. So was überhaupt passieren kann, ehrlich. Wir bekommen einen neuen Fokus, nämlich Entführer. Und könnten wir dieses Komplott nicht auf den ja wohl sehr baldigen neuen Kaiser machen? Geht da? Ja. Mal probieren. So, das Geld nehmen wir alles mit. Und auch er dürfte Geldprobleme haben. Oder nicht? Diesen Krieg hier führen. Echt absurd finde, ne? Also es geht um unsere Ländereien. Schließt man sich den jetzt an? Eigentlich ist das ja Quatsch, ne? Wir werden hier abwarten. Minus 100%, damit wird es nun geschehen. Na toll, wir haben einen neuen Lehnsherr. So. Damit ist jetzt der an der Macht, der uns absolut hasst. Gucken wir mal, wie er sich machen wird im Vergleich zu dem Vorgänger. Wenn hier nochmal Komplotte aufspüren, machen in der Region. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er uns hier trotzdem gegen Feind von Leibe hält. Er hat nämlich kaum Truppen. 5000 Mann nur. Wir haben Aktion. Haben wir nicht mehr. Oh, verdammt. Ist an 8 Monaten. Dann werden wir uns ja ausnahmsweise den Krieg einmal anschließen. Und unsere eigenen Länder rein verteidigen. Das halte ich nämlich für irgendwie sehr schlau. Ah, ich hätte gedacht, das bleibt gespeichert. Und das habe ich nicht im Hinterkopf gehabt. Und derzeit kann er uns nichts anhaben, um das mal so zu sagen. Wir haben trotzdem unsere Mission hier am Laufen. 3 Mitglieder. Das geht jetzt relativ schnell hoch. Da wird es 4 Unzufriedenheit geben. Das sei mal fest. Da sind 500 Mann, die werden gerade... 500 Mann schickt er uns rüber. Er ist ja lächerlich. Da gehen wir hin. Wenn wir den darstellen können, könnten wir das sogar gewinnen. Gehen wir gerade für den Moment nicht hin. Das ist so einen blöden Krieg hierfür, ne? Richtig unnötig. 4 sind gegen ihn. Wird jetzt sehr schnell hochticken. Der arabisch-griechische-armenische Code. Bei meinen Vorhaben gegen Basileus Leon habe ich Hilfe von Graf Metschisch von Antep in Anspruch genommen, der, wie sich herausstellt, so etwas wie eine Enzyklopädie ist, wenn es um Sprachen geht. Sein umfangreiches Wissen über eine Reihe von Dialekten half dabei, einen Code zu erstellen, von dem er behauptet, er wäre nicht zu knacken. Man bräuchte nur einen meisterhaften Kryptografen, sondern müsste auch die Feinheiten der griechischen Grammatik und die arabischen Sprichwörter verstehen und gleichzeitig die armenischen Wortstruktur im Auge behalten. Ja, warum nicht? Machen wir. Ja, die werden wir nicht schlagen, diese Gegner hier alleine. Ach, da kommen die Truppen. Gibt sie in unseren Ländern rein aus. Finde ich auch absurd, aber okay. 500 Mann aus dem Süden. Und wir schauen mal darauf.
Er möchte uns einladen, nennt uns auch den ekelhaften Vasall zum Ratskanzler. Ja, das steigert unsere Meinung gegenüber allen anderen Mitherrschenden. Wir könnten hier auch nochmal auf höfische Politik gehen. Haben wir hier 16 Punkte. Okay, dann verlieren wir mal die Domäne. Das wollen wir natürlich nicht. Wir werden den Herrscher weiter helfen lassen. Ich glaube, das ist ganz gut so. Wir werden jetzt hier gucken, dass wir diese Schlacht schlagen können. Will ich wieder da sein. Wann ist der denn hier fertig? In 42 Tagen. Ach komm, ey. Verzicht doch auf die 5 Heinzeln, die da noch warten, ey. Wirklich. Ja, ich habe hier Versorgungsprobleme. Dorthin marschieren. Unser Ratsmarschall hier an einem vorne dran, glaube ich, ja. Selber führen. Aufhalten, Jagd veranstalten, gerade nicht so das Thema. Er dürfte jetzt auch gerade Geld verlieren, was natürlich auch wieder in unserem Sinne ist. Er ist minus 3, das ist sehr gut. Er ist ziemlich schwach. Ja. Den Verbündeten müssen wir nochmal gucken. Da können wir Leute einladen, das ist auch nochmal so ein Thema. Niemanden, warum nicht? Jetzt dazu. Denke ich. Wo läufst du denn hin? Ah. Da unten hin. Was soll das? Er hat mich wieder abgesetzt. Geh doch hier in die Nähe. Was ist denn mit dir? Wird ein Geschenk geschickt durch unseren guten Freund. Wir werden jetzt hier reingehen. Wir müssen diese Schlacht hier schlagen, in der Hoffnung, dass er dazukommt. Wir könnten ein Druckmittel bekommen gegen Lulia. Das ist aber auch keine bedeutende Person. Auch das werden wir nicht machen. Und jemand weiteres möchte uns huldigen. Das werden wir gerne mitnehmen. Wir bekommen wieder Prachtstufe dazu. Diese Schlacht hier werden wir voraussichtlich verlieren. Unser Lehnsherr wieder zu blöd ist, aber der will natürlich auch, dass wir verlieren. Ne? Ich möchte, dass wir Ratspitze werden. Na gut. Und nach aktuellem Stand würden wir es wohl gewinnen. Komm, ey. Das ist nicht optimal, was hier passiert. Das ist nicht optimal. Ja, das macht der schlau, ne? Also, die KI macht einfach nichts und dementsprechend. Ja. Ist es hier ein leichtes, uns zu besiegen. Blöd. Die KI ist manchmal so blöd. Wirklich. Und er könnte euch auch ganz egal sein, wenn er hier ein kleines Stück Land verliert, das ja nicht mehr unbedingt seins ist, ne? Aber stattdessen macht er einfach gar nichts. Um was geht es denn für eine Provinz? Um die? Die dürfen wir halt nicht verlieren. Ein offenbartes Geheimnis. Mhm. Solche Dinge außerhalb der Ehe dürfen nicht geschehen. Na gut. Offenbartes Geheimnis gegenüber einem kleinen Kind. Okay, auch interessant. Nun gut, wir werden jetzt erst einmal diese Folge hier beenden. Es kam wieder nicht zum großen Krieg, aber in der nächsten wird es auf jeden Fall endlich geschehen. Mein Gott, ich warte selber nur drauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.